Herzlich willkommen bei Musiker.tv, der Mario, ich grüße euch. Heute geht es um das New Neighbor Immerse Mark II. Die Firma New Neighbor bringt eine erweiterte und verfeinerte neue Version seines beliebten Immerse Hallpedals heraus. Das Immerse Mark II verfügt über 8 High-End Stereo Hall-Delay Programme, die natürlich wahlweise auch mono nutzbar sind. Am mittleren Drehregler kann man die Programme einstellen. Wir haben einmal WET Version 3, Plate, Hall, Spring, Sustain, Echo, Detune und Shimmer. Wie von New Neighbor gewohnt sind alle Hall-Delay-Programme von höchster Qualität und einfach zu bedienen. Das Immerse Mark II verfügt über ein kompaktes Gehäuse und lässt sich mit allen Instrumenten verwenden. Das Immerse Mark II bietet folgende Neuerungen. Der Mixregler lässt sich bis zu 100% WET einstellen. Es gibt einen neuen Sustain-Algorithmus und bessere ablesbare Grafik. Fast jeder Effekt wurde im Vergleich zum Vorgänger erweitert und verfeinert. Das Pedal ist made in USA und mit 5 Reglern Effekt Select, Mix, Reverb Depth, Tone Time und Pre-Delay Mod Plant, einem hochwertigen Buffered Bypass mit Trails-Schalter, Kill-Try-Schalter für parallele Effektwege und analogen Try-Signalweg ausgestattet. Darauf werde ich später noch näher eingehen. Das Immerse Mark II benötigt ein optionales 9 Volt oder 12 Volt Netzteil zur Stromversorgung. Jetzt noch mal ganz kurz zu den Schaltern Kill-Try und Trails. Kill-Try entfernt das trockene Signal auch im Bypass. Dies sollte für parallele Effektschleifen aktiviert und für serielle Effektschleifen deaktiviert werden. Trails macht es möglich, dass der Effekt auch beim Schalten in dem Bypass ausklingen kann. Bei normalem Bypass wird der Effekt abrupt abgebrochen. Allerdings ist dieser auch ärmer an Nebengeräuschen. Ich habe das Pedal jetzt direkt Stereo am Audio Interface angeschlossen und werde die Programme anspielen und dabei auch die Parameter verändern. Thank you.
Das war's von MusikerTV zum New Neighbor Immerse Mark II. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, das würde mich riesig freuen. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst eine Nachricht unter dem Video. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.